Wir alle haben Challenges. Also das hier hinten. Wow. Unser Dreier. Hier in den Basharkult kommt. Und hier ist mein neues Telefon. Brittany und ich werden noch was zu tun. Passt wirklich auf. Ist der geilste Ort auf der Erde für mich. Wird dir mal wieder alles zu viel? Raste aus, geh zum Sport, push es raus, sei dein Ziel. Finde deinen Modus, übernimm den ganzen Globus. Behalte deinen Fokus und danach chillst du im Lotus. Mach die Hater ein, Kopf kleiner. Guten Morgen. Wow, wegen Set. Wer? Nein. Warum soll ich dem entgegenkommen? Ach komm, scheiß drauf, Digga. Also wegen Savages, ich check gar nichts mehr. Deswegen, wenn ihr denkt, ich habe keine Challenges, wir alle haben Challenges. Zum Beispiel, heute Morgen wieder halbe Stunde telefoniert, wegen dieser Box hier. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Aber Challenges sind so geil, weil ohne Challenges wäre es so langweilig. Stell dir mal wirklich vor, da ist nichts. Es ist halt alles einfach so, ich lasse mich halt von nichts abfangen, weil ich weiß, alles passiert aus dem Grund. Und dann war es halt richtig nice mit dem O2-Typen. Das war echt so, wie kann man sowas nice machen? Ja, mach doch mal. Oh, hier ist was wie Britney drin. Ich glaube, das seht ihr später im Vlog. Wie gesagt, das war halt einmal wieder ein nicer Vlog. Heute ist Dienstag. Ich führe jetzt ein zweites Meetup die Woche ein. Freitag ist das nice Meetup mit wegen Podlog. Britney macht Connection Games und so. Das Dienstags Meetup, da war immer Spiel. Also Ultimate Frisbee und Spikeball. Und ich zeige euch meine neuen Neon Lights hier. Die sehen einfach so geil aus. Da ist der Schrank so richtig nice. Der obdachlose Karl wurde adoptiert. Ah! Er ist schon im Park. Wir sind beide obdachlos. Es ist einfach so geil, im Park zu trainieren. Und mit Karl zusammen zu wohnen. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie mit jemandem so easy peasy zusammen gewohnt, aber der Fritz ist halt auch sehr easy peasy. Also Fritz und Karl, echt, echt sehr nice. Hallo? Hallo Anrufer. Sie wurden zufällig als neuer Bundeskanzler ausgewählt. Bitte treten Sie ihr an. Scheiße. Okay, Leute. Und da ist jetzt was ganz Wichtiges, was ich machen muss. Also, wir sehen uns später. Perfekte Synchronicity. Ich komme in den Park und will mit dir trainieren. Und du so, ja, ich nehme die Ringe wieder mit und habe kein Internet. Und ich so, ja, Synchronicity, werden wir uns auf dem Rückweg sehen. Ja, der Park hat mich verstoßen. Warum? Ja, ich bin so angekommen, habe so angefangen, die Ringe aufzuhören und direkt nur so nach einer Minute, ich hatte 5 Mückenstiche. Ich war so, mega. Was ist dieses Jahr los mit den Mücken hier, oder? Boah. Ich war so, ey, ich komme nach Kopangan wieder und keine Mücken. So viele. Aber es war perfekte Synchronicity, weil heute bin ich eh so... So vom, weil ich habe Ringe gestern trainiert, es war perfekt. Heute Abend ist eh Spikeball. Ja, es war mal wieder perfekt wie alles. Was machst du eigentlich so ohne Internet hier? Ja, sterben. Aber jetzt ist Daddy ja wieder da, jetzt kannst du einen Hotspot haben, wenn du willst. Am Tag habe ich einen Podcast angefangen, aber dann schnell abgebrochen, weil da habe ich es nicht so gefühlt. Deswegen, honor your body. Und nicht so, oh scheiße, sondern war genau perfekt so. Und wir machen gleich den geilsten Dreier-Podcast. Ah. Und Synchronistically habe ich Britney im Park getroffen. So. Boah, ich liebe sie so sehr. Das ist einfach so nice. Ich so, ich war nicht vergessen, aber dann sehe ich und dann quatsch. Das ist einfach das Geilste, wenn du jemand hast, so auf deiner Frequency. Das wünsche ich jedem da draußen, außer niemanden. Hey, niemand. Ja, genau, du. Dich meine ich nicht. Wenn die Bananen reif sind, dann einfrieren. Dann habt ihr Future Nice Cream. Der Karl ist echt genau wie ich, weil der travelt auch mit seinem Instant Cup. Und ich habe meinen aus Kopangan in Koh Samui nach Türkei bis hier, nach München, bis jetzt hier nach Berlin. Aber ich bin ja nicht nach Berlin mitgenommen. Ja, aber Koffein ist halt einfach eine geile Droge und die On-Point-Guys, die haben sie halt immer da, weil mit Instant-Coffee kannst du perfekt dosieren, wann du es brauchst. Deswegen Savage ist in meinem Amazon-Shop diese Popcorn-Maschine, die ist wirklich das Beste. Also wenn das Popcorn, das poppt richtig perfekt, man kann es einfach umdrehen, dann hat man es hier in der Schüssel. Warum hast du dir Soyboy tätowieren lassen? Das ist halt so ein abwertender Begriff für Vegans. Und ist halt einfach so ein Vegan-Represent, aber ich fand es halt cooler als einfach irgendwie so andere Vegan-Sachen. Und das ist so diese Emanzipation mit diesem, weißt du, ja. Was ich auch sehr nice finde, ist Eat Pussy, Not Animals. Weil so direkt vegan ist halt sehr geil, aber es ist halt auch ein bisschen basic. Und deswegen finde ich Soyboy auch sehr nice, so das halt cool zu machen. Und ich zeige euch gleich mal, jetzt müssen wir einen Hotspot machen, weil ihr wisst hier Internet. Also das hier hinten will ich Real Talk noch zu dem Insider ändern. I want to be Eve. Wie nice sieht das aus, oder? Eat Pussy, Not Animals. Wenn das in Real Life auch sehr nice aussieht, dann kommt's vegansavage.com. Stay tuned. So, wie findest du das Eat Pussy, Not Animals? Oder? Das sieht richtig nice aus. Sieht richtig nice aus, ja. Warte, was auf der. Achso. Ja, und das wird noch geändert zu I Want to be Eve. Entweder kauft's niemand, oder manche, oder jeder.
Also in Thailand schon vorzüglich sind die Mangos. Die Mangos, die hier importiert werden, die sind so lala. Und witzigerweise schäle ich die hier auch immer mit dem Schäler, weil es geht irgendwie viel leichter. Weil die in Thailand sind immer so reif, die schälen sich von alleine. Also da schneide ich immer die beiden großen Seiten so ab. Und dann, ich finde es so geil, in Berlin zu sein. Berlin ist wirklich, im Sommer ist der geilste Ort auf der Erde für mich. Im Winter ist einfach nur grau. Aber im Sommer bin ich schon so, ey, ich will, dass die Saison nicht so schnell verfliegt. Das ist einfach so geil. Ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr schon früher zu kommen, so im April. Ich liebe es halt auch einfach so das Lowlife hier, wenn das Wetter noch nicht so geil ist, aber du weißt, es wird geil. Und einfach so Dinge wie ist das, wisst ihr? Bisschen Fortnite, wie ist das? Deswegen Berlin im Sommer, wenn du es noch nie getried hast, lade ich dich dazu ein, einfach mal im Sommer hier zu sein. Aber ich habe die Stadt halt auch schon sehr durchgespielt. Ich wohne hier schon 10 Jahre und die ersten Jahre fand ich es nicht so geil. Also ich habe mich gefunden, ich weiß, was ich liebe und von diesen Dingen umgeben bin. Wow. Bei Berlin gibt es halt einfach alles und so viele Frequencies, die mir gar nicht taugen, aber in denen bin ich gar nicht umgeben und die vermeide ich. Dann kann ich einfach so nice flow und das machen, was ich liebe. Und einfach dieser bunte Mix. So gestern hatte Britney und ich eine Tantra-Massage. Dieses Wochenende hoffst du die Play-Party. Nächstes Wochenende machen wir ein Tantra-Seminar-Workshop Level 2. Wir können einfach so überall rein dippen, was uns excited. Und es passiert halt so viel auf allen Frequencies. Und du kannst hier halt die rauspicken, auf der du bist. Und halt alles mal ausprobieren, um dich mehr zu finden. Und dann je mehr du dich findest, dich halt nur noch damit zu umgeben, weil du lebst ja immer in deiner Bubble. Aber ja, wir machen gleich einen Dreier-Podcast und dann will ich viel mehr darüber reden. I want to be... Was sagen Sie zu einer deutschen Mango? Geil. Ich finde die voll gut. Ja, oder? Aber Thailand ist schon anders, oder? Ja. Ich glaube, wir machen wirklich auf dem Merch I want to be. Das wäre doch nice, oder? Weil ich finde halt, Real Talk, das Poster I want to believe ist jetzt nicht so krass akkurat, weil es ist hier nicht a wanting, weißt du? I choose to believe, oder hast du? Ja, und dieses I want to be Eve, das ist halt so true einfach. Mhm. The six universal laws. You exist, what you put out is what you get back. Everything is in your net now. I want to be Eve. Ja. Eve ist Gott und wir alle sind Gott und wir alle erinnern uns mehr daran, Eve zu sein. Eve ist einfach ein anderes Wort für Gott, für all it is. Oder? Kann ich zustimmen. Wow, unser Dreier-Podcast. Wie war der Eve? Sehr geil. Eve hat nice Pasta am Start. Der war echt sehr nice. Also ich denke, ich schneide für den Fritz was raus. Und es kommt am Ende von diesem Podcast, von diesem Vlog. Weil ich glaube, der Vlog kommt noch vor Samstag. Und am Samstag ist die Play Party in Berlin. Da könnt ihr gerne mitflowen. Und viele sind noch so, ich weiß nicht, ich glaube, ist das vielleicht zu krass. Und nein, 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 ist es nicht. Und da haben wir so schön den Podcast drüber geflowt. Ich denke, der Podcast kommt auch vor Samstag. Und dann könnt ihr noch mitflowen am Samstag. Wir malen das Bild, wie nice die Frequency ist. Und dass das wirklich was ist, was... Jeder will, dass wir uns lieben und uns zusammen in die Liebe legen. Karl, wie war der Podcast? Also besser, ihr hört nicht rein. Das könnte gefährlich werden. Also wenn ihr... Ich will halt nicht lügen, so, weißt du? Weil ich weiß halt, für viele Leute wollen halt so da bleiben, wo sie jetzt sind, weißt du? Und das kann halt gefährlich werden, weil der wird euch so abholen. Euch so abholen und dann ganz und ihr werdet halt so eine gute Zeit haben, mit uns zu chillen. Ihr werdet so viel lachen und jeder weiß, dass Lachen nicht gesund ist. Nee, eben. Das ist sehr gefährlich. Körperverletzung. Ja. Und ihr werdet halt so eine gute Zeit haben, so dieses wohlige Gefühl im Bauch haben. Boah, ich weiß nicht, meinst du, das schafft man? Nee, eben nicht. Deswegen unbedingt nicht in den... Auf keinen Fall. Und ihr werdet halt genau wissen, wie ihr in den Bashar-Kult kommt. That's very good. Das war ein sehr nice Shot, Karl. Wollen wir jetzt? Und hier ist mein neues Telefon. So, nach dem Smartphone kommt das. Also, wegen Savages. Hier hat sich wieder einiges getan. Der Ferdi ist im Modus. Wenn ich einmal Excitement kickt, dass ich einfach einen Download bekomme, wie ich mein Apartment noch nicer machen kann, dann ist es vorbei, weil dann will ich halt meinem Highest Excitement folgen und dann der Karl und die Britney so, ja gut. Ferdi ist so ausgerastet und war so, nee. Nee. Ja, jetzt hab ich's, warte. Weil das Ding ist, euer Apartment ist immer so eine Verlängerung von einer Extension von euch und je mehr ich mich selber gefunden habe und je mehr ich embodied bin, desto mehr spiegelt es mein Apartment. So, ich habe gerade alte Vlogs geguckt, war so, oh, es war sehr kühl, da habe ich Minimalismus ein bisschen zu weit getrieben und das gelernt und jetzt darf ich halt so richtig, jetzt bin ich so embodied. Und ich hatte hier mein Standing Desk mit dem Tisch, das war halt so eher Office-Vibe. Und ich habe hier so einen Podcast gemacht und habe gemerkt, das fühle ich nicht mehr, weil es ist nicht cozy und ich will... Das ist halt auch gar nicht so einladend, ja. Podcast halt so. Und ich will nicht Podcast mit Gästen machen, wo so... Sondern bei uns ist cozy, weil ich saß da nie, deswegen habe Karl und ich den Standing Desk in den Keller getragen, den Stuhl auch. Den lasse ich nochmal oben, weil so ein Stuhl, wo man mal Sachen abstellen kann, ist immer nice. Und jetzt hole ich morgen bei Philipp noch
zwei Matratzen habe, die ich ihm geliehen habe. Und vier Paletten. Dann kommen hier noch vier Paletten drunter. So eine Matratze da hinten, dann kann man sich so anlehnen. Und dann hier, Digga, es ist so viel größer hier, oder? Das ist also, ich weiß gar nicht, ob man das so krass sieht, aber es ist wirklich so viel Platz jetzt hier. Und jetzt würde ich halt so nice den Podcast dann eher hier irgendwie machen. So mit Cushions und dann von hier und einfach... Was willst du auch bei einem Podcast? Du willst halt immer so mit der Person chillen einfach. Ja, genau. Und nicht so mit der Person Business. Okay, wie war das Meetup, Karl? Was soll ich sagen? Es war perfekt. Es war einfach so, wir haben uns einfach 17 Uhr, alle waren pünktlich da, so, es waren über viele Leute da, so, wir haben uns getroffen, die Sonne schien, es war richtig schön warm und dann haben wir einfach so 5 Stunden gesprochen. Ist die Geschichte wahr oder gelogen? Das ist die brennende Frage. Also Real Talk, ich kam erstmal ein bisschen spät, weil Brittany und ich hatten noch was zu tun und dann hat es geregnet. Aber es war nice. Es waren so 5 Leute da, aber es war cool. Ja, es waren so 12, 15 Leute da. Und wir haben halt so nice gespiked, aber dann, wenn es regnet, so, da kann mir jeder erzählen, was er will, aber wenn es regnet, ist es einfach nicht so geil. So Dienstag und Freitag peilen wir an, aber dann Flowstay, je nach Wetter. Deswegen, wenn jetzt zum Beispiel Donnerstag bombastisches Wetter ist mit Sonne und Freitag Regen, dann machen wir es am Donnerstag. Aber ja, es war sehr nice. Einfach nice Souls und nice Community bauen hier in Berlin und alle kommen wieder so zusammen. Es ist sehr schön, deswegen joint die Meetups, die sind so geil. Aber ja, vorletzten Freitag war geiles Wetter und da waren so 80 Leute da. Und heute war Regen, aber waren 12 Leute da. Und wir wollen ja auch geiles Wetter. Und es ist auch Dienstag. Ich glaube, viele Leute sind so unter der Woche, sind sie vielleicht so ein bisschen so, könnte später werden und ich habe noch was zu tun für morgen oder so. Oh, Bro, ich bin so am Sweden. Wo ist hier der Tisch? Wo ist hier der Stuhl? Ja, der Stuhl ist im Keller. Der Tisch auch. Kannst dich da hinsetzen, wenn du willst. Hier, meine Freunde, das ist der Vlog. Sehr viel habe ich im Meetup gefilmt. Man kennt's. Das ist halt einfach der Flow. Ja, wenn ihr es genossen habt, dann bitte einen Daumen zur Seite und den Lomo, ein bisschen Hate geben, weil der hat irgendwie noch gar keinen Hate da. Oder? Willst du mal ein paar Hate-Show? Also das Einzige, was ich bisher an Hate bekommen habe, war jemand, der mir geschrieben hat, dass dieser Fred mich irgendwie voll manipuliert. Aber ich weiß bis heute nicht, wer dieser Fred ist. So. Dieser Fred. Ja, musst du, wenn ihr den Fred, passt wirklich auf, weil da findet ihr euch in so 0, nichts und dann habt ihr nichts mehr zu tun. Ja. So, dann, so heute kam auch der Ron. Wisst ihr nicht, wer Fred ist? Der Ron hat schon gut gecheckt und ist jetzt so, ja scheiße Ferdi, jetzt ist ja durchgespielt, aber Spaß, kein Spaß, Spaß. Es ist so nice, ich liebe die Frequenz von Umchillen, es ist einfach so Change und bam. Es ist einfach so ein richtig nice Symbol, mentalen Change für Growth. Exactly. Also okay. Wir sind mal wieder raus, genießen Sie Ihr Leben vorzüglichst und